die größten und wirklich, die sind danach vollgesogen wie ein OB. Also das ist unglaublich, was da. Hallöchen und herzlich willkommen zurück. Ja, heute besprechen wir das Wochenbett. Wir hatten ja das letzte Mal das Thema Geburtsbericht von Olivia. Ich glaube, der kam ganz gut an. Und ja, ich glaube, jetzt sind alle ganz gespannt darauf, was danach passiert. Ja, was passiert danach? Ich komme nach Hause und dann. Genau, also wir sind nach Hause gekommen und ich muss sagen, ich hatte ja eine sehr schöne Geburt und hatte auch keine schlimmen Verletzungen. Deshalb ist mein Wochenbett relativ easy verlaufen und ich war sehr schnell wieder fit. Aber trotzdem braucht man den einen oder anderen Artikel zur Unterstützung und den stellen wir euch heute einfach mal vor. Genau. Eine kurze Anmerkung noch, ihr braucht euch nichts mitzuschreiben während dem Video. Wir werden am Ende vom Video euch so eine Auflistung hinschreiben, so einen kleinen Merkzettel, wo dann alles draufsteht, wo ihr euch dann einfach screenshotten könnt, damit ihr dann auch alles auf einen Blick habt, was ihr fürs Wochenbett benötigt. Genau, wir haben hier eine ganze Tasche gepackt, die hat mir Olivia geschenkt. Das heißt, sie hat mir eine komplette Tasche geschenkt, voller mit allen Produkten, die wir eigentlich brauchen für das Wochenbett. Und ja, wir holen jetzt alle einzeln raus, zeigen euch die. Das sind auch keine Kooperationen oder sonst was, sondern wie gesagt, es sind alle selber gekauft. Genau, die Sachen gibt es auch von anderen Marken. Also es ist egal, was ihr da holt. Genau, fangen wir mal an. Ja, mit was fangen wir an? Am besten mal gleich mit diesem... Hot, ne? Das, Leute, das ist richtig sexy. Windeln für Mama. Und zwar sind es Einlagen, weil ihr habt ja einen relativ starken Wochenfluss am Anfang. Das ist überregelstark, also stärker als eine normale Regelblutung. Und das sind diese Surfbretter hier. Ja? Und dafür braucht ihr nicht eins, sondern zwei. Übereinander habt ihr in der Klinik schon an. Und die sind einfach luftdurchlässig, die haben extra keine Klebefolie, dass die Luft durch kann und das Ganze kann man dann auch noch unterstützen, indem man auch noch eine luftdurchlässige Unterhose trägt. Die kommen auch gleich. Also von denen her braucht ihr welche, aber es reicht erstmal eine Packung. Ich hatte drei. Das waren eindeutig zu viele. Ich denke dann auch immer abhängig davon, wie die Geburt wahrscheinlich dann... Genau, wie stark der Wochenfluss ist. Der Wochenfluss ist nach Kaiserschnitt immer ein bisschen weniger stark und nach einer natürlichen Geburt eher stärker. Aber ihr braucht nicht die ganze Zeit während des Wochenflusses diese großen Binden, sondern dann könnt ihr irgendwann eine Nummer kleiner gehen, was dann sehr angenehm wird, weil die sieht man ja überall durch. Und ja, dann zum Thema Slip-Sip. Ihr könnt euch ja denken, man braucht auf jeden Fall große Unterhosen für. Olivia hat mir dann hier diese dazu geschenkt. Das sind wie gesagt die luftdurchlässigen. Ja, genau. Mal eine rausholen eigentlich. Hol mal eine raus. Die kriegt ihr auch übrigens in der Klinik, also die müsst ihr nicht mitnehmen. Das sind die gleichen, die ihr in der Klinik habt. Hot, hot. Ja. Und es ist eben super wichtig, dass an die wunde Luft drankommt. Sonst können sich da einfach zu viel Keime ansammeln, wenn es da unten feucht wird. Genau. Oder man nimmt eben ganz normale Baumwoll. Oma-Schlüpfer. Genau, und wirklich kauft euch die einfach in L oder auch in XL, ist ja völlig wurscht. Hauptsache, die Binden passen da einigermaßen anständig rein. Das ist bequem. Genau. Dann irgendwann kann man wahrscheinlich dann kleinere Binden nehmen. Das hat einmal die, das sind dann die ganz kleinen, die braucht ihr wahrscheinlich relativ lange, also davon habe ich so drei Packungen fast gebraucht. Ich glaube, die kennt doch jeder, die haben auch viele sonst immer, wenn man normalen Ausschluss hat, in der Unterwäsche drin. Also, genau, und holt euch da lieber zu viele als zu wenig, weil je öfter ihr die wechselt, desto hygienischer ist das Ganze. Das hier ist nochmal so ein Zwischending von dem hier. Das ist einfach eins kleiner. Da gibt es ja dann. Ich mach auch mal direkt genau, drauf, dass man das noch also sieht. Bei der bei DM seht ihr ja immer so die verschiedenen Stärketropfen. Das sieht gar nicht so wie klein aus, ist aber klar, also ist dünner ein bisschen. Dünner. Genau, und ihr könnt am Anfang darauf achten, dass es einfach, dass es keine Klebefolie hat und dann könnt ihr auch die normalen mit Klebefolie nehmen. Ja, was finden wir hier noch so drin? Au, das ist ganz interessant. Das ist wirklich interessant. Aha. Das ist ein Hand-BD, heißt Happy Po, ist eine relativ neue Erfindung, aber ich finde sie genial. Wenn ihr untenrum genäht worden seid, dann ist es relativ unangenehm, damit Klopapier entlang zu wischen und auch einfach nicht hygienisch. Und da könnt ihr einfach Wasser reinfüllen, am besten lauwarmes, dann ist es einfach am angenehmsten. Und ihr könnt euch das, während ihr Pipi macht, rüberlaufen lassen, das ist schon angenehm, oder einfach danach zum Spülen, dass einfach alles sauber ist und dass da keine Keime rankommen. Richtig geschickt. Dazu passend habe ich auch noch das hier dreimal hinter mitgegeben.
Das ist einfach so eine Tinktur zur äußerlichen Anwendung. Das ist entzündungshemmend und man fühlt sich einfach so ein bisschen frischer. So eine Calendula-Creme. Genau, ja, okay. Das ist so, eine, so Tropfen, die könnt ihr einfach hier die kann man mit, da rein tun. Mit Wasser da. Genau, mit okay. Wasser mischen und dann genau, seid ihr einfach schön sauber, ohne dass ihr viel wischen müsst. Das ist schön. Ja. Bio-Fettbolle, was mache ich denn damit? Also das ist die natürliche Variante von irgendwelchen Brustwarzensalben, die es gibt. Da drin ist ganz viel Lanolin enthalten und das ist einfach auch entzündungshemmend und davon könnt ihr euch so kirschkerngroße Bröckelchen abreißen, abzupfen und die einfach auf die Brustwarze drauflegen und dann einfach bevor ihr stillt, das wieder entfernen und ihr müsst nichts abwaschen und nichts, weil die Babys das eben in den Mund nehmen dürfen. Mhm. Das ist einfach entzündungshemmend. Und wie ist es dann an sich mit diesen? Ich habe hier auch so Brustwarzen-Creme. Genau, das ist eigentlich fast das Gleiche. Hier stimmt, das auch Lanolin steht drauf. Genau, das ist auch drin. Und also ich weiß nicht, ich kann nicht für alle Marken sprechen, aber auf jeden Fall, das dürfen die Babys auch im Mund haben. Also okay. Ihr müsst es nicht vorher abwischen. Dafür vielleicht als Tipp, da ist nicht die Regel viel hilft viel, sondern dünn auftragen, dass noch Luft durchkommt, weil sonst habt ihr so eine Fettschicht drauf und da kommt dann gar nichts mehr durch, das ist auch nicht gut. Was auch ein Tipp ist, wenn es die Möglichkeit gibt, sollte es geben im Wochenbett, dass ihr einfach mal eine Zeit lang oben ohne da liegt, dass einfach Luft an die kein Problem, ich glaube, ich habe bequem schnell. Kommt. Ja. Genau. Was haben wir hier denn noch? Ein Stillöl. Genau. Damit könnt ihr einfach die ganze Brust einreiben und vielleicht auch bevor ihr das Kind anlegt, die Brust so ein bisschen massieren, dass der Milchfluss schon mal in Gang kommt. Oder auch wenn ihr so ein bisschen zum Milchstau neigt, einfach mal zwischendurch damit die Brust so ein bisschen ausstreichen. Und auch das müsst ihr vorher nicht abwaschen. An sich hilft es ja, glaube ich, an sich, wenn man die Brust ein bisschen wärmt, damit die Milch rauskommt. Gell? Das habe ich irgendwo mal mitbekommen. Okay, und dann habe ich ja auch zu Kompressen. Ne? Das sind die Multimam-Kompressen und die waren mein absoluter Lebensretter. Wie sehen die aus? Das sind, die sind in so Packungen drin und die hier könnt ihr auch so wie sie sind in den Kühlschrank legen. Sollen wir mal eine aufmachen? Ja, gerne. Also da ist eine Flüssigkeit, ein Gel drin und das kühlt auch schon ohne, dass ihr es in den Kühlschrank legt. Aber eben, wenn ihr es in den Kühlschrank legt, habt ihr einen höheren Effekt. Ja. Und das kann man jetzt so aufklappen. Und ich würde dann empfehlen, das einfach einmal hier in der Mitte durchzuschneiden. Dann habt ihr für jede Brustwarze eine. Wenn es reicht, wird so groß wie die werden. Ja, die werden leider echt groß. Aber es reicht dafür auch für den kleinen Bereich. Also ich würde es zum Sparen einfach einmal durchschneiden und dann drauflegen. Und das könnt ihr einfach drauf lassen im BH unter der Stilleinlage direkt. Wie lange lasse ich es denn drauf? So das egal. Das könnt ihr drauf lassen, zwischendurch vielleicht mal wieder Luft hinkommen lassen, aber das kann man auf jeden Fall drauf lassen. Und das ist wirklich, wirklich angenehm. Und wenn die Brust, also ich würde es nicht erst dann drauf machen, wenn die Brustwarzen schon wund sind, sondern fangen von Anfang an die Brustwarzen. Also wie gesagt, große Empfehlung, Multimark-Kompressen. Mit Kühlschrank. Und hier haben wir auch noch so Stillhütchen. Oh ja. Oder Brusthütchen, da habe ich jetzt auch, ich glaube, die sind ein bisschen größer und die sind ein bisschen kleiner, wir können die auch mal auspacken hier. Genau, das sind so Silikonhütchen, die kriegt ihr teilweise auch in der Klinik, aber ich hätte gerne davor den Tipp gehabt, die schon zu Hause zu haben, weil man muss die nach jedem Mal stillen, muss man die desinfizieren, also abkochen. Das heißt, da lohnt es sich auf jeden Fall mehr dazu haben. Also einfach danach, wenn ihr es benutzt habt, für 3 Minuten im Wasser kochen, dann sind die Keime raus. Und es gibt verschiedene Größen, je nachdem, wie eure Brustwarze ist. Weil wenn es zu klein ist, dann wird eure Brustwarze, wenn sie angesaugt wird, da reingequetscht. Und das ist sehr unangenehm. Auch weh. Und das hilft enorm, wenn die Brustwarze schon wund ist. Oder auch, wenn das Baby so ein bisschen Stillprobleme hat und die Brustwarze einfach nicht zu passen kriegt. Man, es gibt Menschen, die haben so ein bisschen so Schlupfwunden. Das ist blöd. Und da könnt ihr das Baby unterstützen damit. Oder einfach, wenn es euch weh tut. Ich habe auch schon von stillenden Mamas gehört, wo die Kinder einfach extrem früh schon Zähne gekriegt haben und dann braucht man die Dinger auch. Also die kann man sich holen, ich glaube, das ist... Aber wie gesagt, da gibt es auch mehrere Marken, die sind jetzt hier vorne. Das ist eigentlich alles von DM hier. Ja, das hier genau. Nicht. Also da findet ihr echt wirklich eine große Auswahl. Dann haben wir hier ganz, ganz viele verschiedene Stilleinlagen. Ne? Was habe ich denn da jetzt für einen Untergrund? Also, das sind doch Stilleinlagen, man bräuchte halt so unterschiedliche.
Also das hier sind so die größten und die haben zwei Klebeflächen. Ich habe das am Anfang überhaupt nicht geblickt, dass die eine Klebefläche innen drin haben. So, ja, dass sie nicht verrutschen, dass sie nicht verrutschen, genau. Also das hier sind die größten und wirklich, die sind danach vollgesogen wie ein OB. Also das ist unglaublich, was da alles... Also meistens ist es so, ihr stillt das Kind ja immer nur auf einer Seite. Ihr kriegt Glücksgefühle. Und, dann stillt die andere Seite einfach mit, völlig unnötig, läuft dann die Brust auf und es ist einfach unangenehm, wenn euch das draußen passiert oder wenn draußen ein anderes Baby weint und ihr kriegt einen Milcheinschuss und steht dann da. Und deshalb habt ihr einfach immer drin. Das hier sind die größten, die habe ich dann auch immer für nachts, weil dann liegt mir auf der Seite und die Brust verrutscht so ein bisschen. Die hier sind einfach ein bisschen kleiner, die haben nur eine Klebefläche drin und sind auch nicht ganz so saugfähig. Also ich finde die hier ehrlich gesagt angenehmer zum Tragen als die. Was man aber sagen muss, man produziert mit diesen Dingern einfach viel Müll, weil am Anfang wechselt ihr die ständig. Und deshalb gibt es noch hier diese und die sind eben waschbar, die haben aber sonst den gleichen Effekt. Die kann man einfach dann in die Waschmaschine. Das heißt, dann hier einmal waschbar und einmal wegwerfbar. Genau, also wenn ihr jetzt unterwegs seid und ihr müsst mal wechseln, dann würde ich halt die zum Wegwerfen nehmen und sonst die zum Waschen. Wow. Ja, das ist nochmal eine Packung. Ich habe gedacht, ich gönne mir. Ihr seht, ich muss echt nichts fürs Wochenbett einkaufen. Dann haben wir noch hier Stilltee. Genau, das ist wirklich ganz arg super. Am Anfang einfach, um die Milchproduktion anzuregen. Das heißt, es bringt wirklich was. Es bringt wirklich was. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so viel bringt. Und tatsächlich, wenn ihr jetzt zu viel Milch habt, also ihr habt einfach einen Milchstau oder die Brüste spannen und tun weh, dann könnt ihr statt diesem Stilltee Pfefferminztee trinken. Aber seid wirklich vorsichtig. Also ich hätte selbst nicht geglaubt, dass es so eine Auswirkung hat, weil Pfefferminztee regelt die Milchproduktion runter und dieser Stilltee, da ist glaube ich alles Kümmel und sonst Fenchel genau drin, regt den Milchfluss einfach an. Könnt ihr von Anfang an, kriegt ihr auch schon in der Klinik, wenn ihr danach fragt. Crazy. Was haben wir hier noch? Aloe Vera Gel. Genau. Kann man immer brauchen. Kann man einfach immer brauchen. Könnt ihr auf die Brustwarzen tun. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob es die Babys in den Mund nehmen dürfen. Deshalb vielleicht dann vorher einfach einmal abwischen. Oder auch für den Bereich untenrum, wenn irgendwas wehtut. Einfach einmal draufschmieren. So, dann haben wir noch ein paar Feuchttücher. Ich glaube, Toilettenpapier einfach, dass ihr es besser reinigen könnt. Genau, kann man auch immer gut gebrauchen. Dann die Sachen braucht ihr, glaube ich, eh auch im Krankenhaus. Das heißt, das könnt ihr einfach auch jetzt weiterhin benutzen. Das ist einfach Duschgel, also Shampoo, Körperbalsam, Shampoo hast du gar nicht gerne. Bodylotion, ich habe alles nur in dem Bereich mir besorgt. Genau, für diesen Bereich, dass ihr einfach nach Mama riecht und nicht nach irgendwelchen Parfümen. Und wenn ihr jetzt ein stark riechendes Shampoo habt, dann wascht es einfach so nach hinten ab, dann läuft es nicht so vorne drüber. Und dann wäre es auch nicht schlimm, wenn das Baby das ein bisschen in den Mund kriegt, falls da noch Reste da sind. Ja. Dann haben wir hier auch noch, das hast du mir auch geschenkt. Ein Stilllicht. Ich glaube, das ist wirklich super geschickt. Du hast mir am Anfang erzählt, du hast immer nur mit so einem Handylicht kurz gemacht. Genau. Aber ja. Also Stilllicht ist einfach dafür gut, ihr stillt ja auch nachts und dass ihr das Baby aber nicht so aus dem Rhythmus bringt, indem ihr plötzlich taghelle Beleuchtung habt, dass ihr einfach wirklich nur so eine geringe Beleuchtung habt, dass ihr eure Brust und das Kind seht, dass ihr es kurz anlegen könnt und dann geht es auch von alleine wieder aus oder eben nur durch Antatschen und das ist auch dimmbar. Das ist jetzt von der Marke Baba. Ja, ich glaube so heißt es. Ja. Gibt es aber, wie gesagt, auch von anderen. Auch was ich auch viel gemacht habe zwischendurch, ist einfach kurz so, wenn man aber halt das Handy nicht am Bett haben will, ist halt ein bisschen blöd. Aber einfach nur einmal antippen, dann könnt ihr es kurz sehen und das Handy dann wieder weglegen, halt auf jeden Fall auf Volumenmodus schalten. Und hier noch was ganz Schlaues, die Babypumpe. Es gibt ja auch die normalen zum Pumpen, also die kannte ich bisher, ich kannte die gar nicht, hat mir Olivia gezeigt. Und die muss so praktisch die sein. Die ist einfach der Knaller, diese Babypumpe. Also von Elvi. Genau, und die ist, da kriegt ihr, wenn ihr die bestellt, die ist relativ teuer, ihr kriegt zwei von diesen Motoren und das kann man ganz einfach auseinanderbauen, einfach hier unten das einmal abmachen, hier ist dann nachher eure Milch drin und hier gibt es auch verschiedene Größen für die Brustwarze und das Geile an dem Ding ist, ihr könnt es einfach in BH stecken und könnt irgendwas machen, nur nicht bücken. Das heißt, ihr müsst nicht irgendwo so pumpen. Ich glaube auch das Gefühl, wenn man so pumpt, ich glaube da... Ich weiß nicht, stell es mir schlimm vor. Also die ist wirklich teuer. Ich habe es mir bei Amazon jetzt auch bestellt. Wann hast du es mir davon erzählt? Ich habe es mir jetzt wirklich lange überlegt, ob ich es mir bestelle. Aber ich dachte mir, wie lange werde ich wahrscheinlich stillen? Also ich will auf jeden Fall, wenn es klappt, 6 Monate stillen. Ja. Und dann, wenn ich das runterrechne, lohnt sich das definitiv, wenn ich dadurch einfach das einfach reinstecken kann. Und so eine Pumpe
lohnt sich einfach, weil ihr seid sonst immer an das Baby gefesselt. Ihr könnt nirgends auch nur eine Stunde mal hingehen. Könnt ihr schon, aber dann ist immer so das Risiko, was ist, wenn das Baby jetzt Hunger kriegt. Und so könnt ihr einfach dem Partner die Milch da lassen oder der Oma oder Freundin die Milch mitgeben. Es geht super schnell damit und ihr könnt einfach in BH stecken. Ich mache es dann meistens so, wenn ich weiß, ich habe was vor über den Tag, stille ich sie auf einer Seite und auf der anderen Seite pumpe ich gleichzeitig ab und dann habe ich die Mahlzeit. Super geschickt. Dann haben wir euch hier noch ein paar Klamotten hingehängt. Also wie gesagt, unsere Tüte ist jetzt leer. Das waren so die wichtigsten Utensilien und ja, Thema Wochenbett, Klamotten. Ich würde einfach Sachen empfehlen, die bequem sind. Ja. Wir haben jetzt hier so eine Baumwollleggings, die nicht zu eng ist, aber die ein bisschen auf den Bauch abdrückt, weil das natürlich alles nach außen fällt. Und sonst einfach hier zum Beispiel auch so ein Top, was ihr vorne aufknöpfen könnt, gut zum Stillen. Ich habe nur noch solche Jacken. Ja, also ich sehe sie nur noch mit irgendwelchen Tops. Und so ein Jäckchen. Weil Pulli, da müsst ihr das Kind irgendwie immer durchwurscheln oder so. Das heißt, dann haben wir noch verschiedene Still-BHs, auch so ein Schlaf-Still-BH oder auch hier einfach einen von Calvin Klein, den fand ich total toll. Da könnt ihr es dann oben aushaken und genau, die zum Schlafen sind halt angenehm, weil die hinten keine Verschluss haben. Ja, die können nicht rutschen. Genau, sondern man zieht die einfach nur so auseinander vor. Ja, die gibt es, glaube ich, im Dreierpack. Also die sind halt viel, viel günstiger wie jetzt so ein Still-BH von Calvin Klein. Genau, zum Still-BH vielleicht noch ganz kurz, kauft euch vielleicht nicht im Vorhinein zu viele, sondern kauft mal eine Nummer größer, wie ihr jetzt. Ich habe 6 Stück bestellt. Aber die kann auch nicht mehr viel größer werden. Also ja, das ist ein Stadium unter Rang. Genau, weil die Brüste werden einfach nochmal größer, wenn der Milcheinschuss kommt. Und, aber auch nicht so lange, die gehen dann auch wieder zurück. Ja, das ist der Wochenbetteinkauf, was ihr so benötigt. Ich habe mir das irgendwie viel, viel mehr und viel, viel komplizierter vorgestellt, aber trotzdem war ich froh, dass ich es einfach direkt fertig geschenkt bekommen habe und mich nicht noch drum kümmern musste. Und ja, ich glaube, ihr könnt euch auf jeden Fall auch auf die Zeit freuen. Ja, also es ist nicht so schlimm, wie oft behauptet wird. Also ihr stellt euch das, glaube ich, immer, vor allem auch dieses Wort schon mit Wochenbett. Dass ihr wochenlang im Bett liegt. Hört sich halt auch schon so dramatisch an, aber... Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, es gehört auch einfach zu der Erfahrung Baby dazu. Und ich glaube, wenn man einfach schon mit einem positiven Mindset da reingeht, dann ist es einfach viel einfacher zu meistern. Genau, und ihr spart euch den Stress, wenn ihr es alles vorher schon habt. Und genau, nicht erst und nicht irgendwie kaufen. Währenddessen kaufen muss. Genau. Ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall vorher alles zu Hause haben, weil ich glaube, der Partner. Der überfordert. Mit den Multimarm-Kompressen gucken, der geht in die DM und weiß nicht mehr, wo die beste ist. Naja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen und das nächste Video wird auch bald wieder online kommen. Wir werden zum Thema Notfallapotheke sprechen. Genau. Das heißt, ihr werdet alles besorgen, was ihr vielleicht zu Hause haben solltet, wenn ihr ein Baby zu Hause habt, damit ihr gewappnet seid, falls irgendwas passieren sollte oder eurem Kind irgendwas drückt.